Glück auf, ich begrüße euch wieder zu einem Aktienanalysevideo mit den aktuellen Quartalszahlen hier einer Aktie aus meinem Depot. Und zwar sind wir heute bei ABR, Arbor Realty Trust, also ein Hypotheken-REIT, der sich hauptsächlich mit Hypothekenwertpapieren, den sogenannten Mortgage-Backed Securities und den Abwicklungen von Hypotheken, Mortgage Servicing Rights beschäftigt. Aber wir fangen jetzt auch mal ein bisschen anders an, weil wir hier bei ABR oder Arbor, sage ich jetzt im weiteren Verlauf, doch eine spezielle Situation haben. Das sollte man jetzt erstmal vorab schicken. Wir haben also hier, sieht man das sehr schön, bei Seeking Alpha Short Interest 36,35%. Das heißt, 36% aller Aktien, die am Markt sind, sind von Shortsellern ausgeliehen und verkauft worden im Vorausgriff auf sinkende Kurse. Das ist ein extrem hoher Wert, einer der höchsten Werte, die es im Moment gibt. Selbst der REIT Medical Properties, den der eine oder andere ja vielleicht kennt, der liegt im Moment nur bei einem Short Interest von 35%. Der ist also weniger geschortet als Arbor. Also Arbor hier extrem geschortet. Was ist da los? Hier sehen wir auch im Juli einen scharfen Abfall hier von 15,53 auf 12,89 Dollar. An einem Tag ging das also runter. Da gab es eine Veröffentlichung von Bloomberg, das ist ja eine große Newsorganisation, dass es eine Analyse von den Finanzzahlen, hier 17% Rückgang nach dem Media Report Bloomberg, dass Federal Prosecutors, woanders habe ich gelesen, das wäre eine FBI-Abteilung, genau, hier ist FBI auch nochmal genannt worden, in den Commercial Mortgage REIT Arbor hineinschauen würde, ob dort die Verbuchung richtig laufen würde. Und Bloomberg zitiert also hier Leute, die sich mit dem Ding auskennen, die Verbuchung des Kreditbuches sozusagen überprüft werden würde. Das ist auch ein Teil der Kritik von den Shortsellern, dass da irgendwas nicht richtig laufen würde. Der andere Teil bezieht sich darauf, dass es bestimmte Teile des Portfolios gibt, die angeblich längst ausgefallen werden, die aber nicht richtig abgeschrieben werden, sondern in Tochterfirmen versteckt werden. Es ist da die Rede von Parks, von Wohngebäuden sozusagen, von Trailerparks oder sowas, die finanziert wurden und die nicht, sozusagen die Finanzierung nicht mehr bedienen können und dass man das so durch Buchungstricks verstecken würde. Also es gibt hier so eine Gemengelage von Vorwürfen, die dann auch den Weg natürlich, wie das aber auch immer ist, dann auch in die Presse findet. Man sieht ja hier auch, dass hier ein großer Verkauf stattgefunden hat an dem Tag. Und ich bin dann aber auf der anderen Seite gewesen und habe hier unten dann nachgekauft. Ich habe im Moment 1200 Anteile hier an diesem Commercial REIT, wie es hier so schön genannt wurde. Seeking Alpha Leute sagen hier übrigens halten, also nicht sell und nicht buy. Wall Street Analysten sind auch hier auf halten. Und so findet man auch eben hier eine bunte Gemengelage von Sell, Strong Buy und Hold Bewertungen hier von den Seeking Alpha Analysten. Die Zahlen sind am Freitag rausgekommen. Freitag haben wir einen scharfen Kursrücksetzer bei sehr vielen Aktien gesehen. Freitag der 2.8. Und für mich überraschenderweise jetzt nicht bei, können wir hier auf einen Tag mal umschalten. Für mich überraschenderweise hier ging es zwar runter in die Zahlen hinein, da blieb es auch unten und ist dann aber doch wieder überraschend stark nach oben geklettert. Während ja fast der gesamte Aktienmarkt, die ganzen BDCs sind alle so zwischen 2 und mehr Prozenten gefallen. Aber die REITs, so, das betrifft sowohl Medical Properties wie auch Realty Income, ist stärker gestiegen noch. Aber selbst hier der so von Shortsellern belagerte REIT Arbor hat sich eigentlich jetzt hier in die Zahlen
Veröffentlichung und den Börsenrücksetzer am 2.8. ganz gut geschlagen. Also offensichtlich hat es da auch Kaufinteresse gegeben. Ja. Schauen wir mal, was die selber dazu sagen. Die haben dann zwei, drei Tage später eine Stellungnahme veröffentlicht. Ich habe das mal auf Deutsch übersetzt. Arbor bekräftigt sein Vertrauen in seine Finanz- und Geschäftspraktiken. Nach jüngsten Nachrichtenberichten gibt es nun diese Ankündigung, die Finanz- und Geschäftspraktiken, alle Buchhaltungs- und Regulierungspflichten sind erfüllt worden und im Laufe der Geschichte führt aber seine Praktiken weiterhin im besten Sinne der Aktionäre und im Einklang mit seinen Verpflichtungen gegenüber den anderen Stakeholdern durch Bekanntmachungs- und Offenlegungspflichten sowie andere Bedingungen seiner CLO-Vereinbarung. Aber kommt allen Offenlegung und Berichtspflichten nach. Der Jahresabschluss wird von einem unabhängigen Abschlussprüfer geprüft. So, da hat mich der Postbote hier glatt gestört. Die Quartalsberichte werden auch vom externen Abschlussprüfer überprüft. Aber steht hinter der Buchhaltung und den Anlagepraktiken. Ja, also man hat nochmal bekräftigt, alles ist in Butter. Die Vorwürfe sind ja unwesentlich oder uninteressant. Auf der Basis muss ich dann jetzt hier als Kleinaktionär dann auch weiterarbeiten. Klar, wenn man selber Anteil hat, das muss man auch ein bisschen kritisch sehen, dann neigt man immer dazu, das positiv darzustellen. Ich versuche mich natürlich trotzdem immer in eine neutrale Position zu begeben. Aber klar, da sollten immer alle ein Auge drauf haben. Irgendwie ist das so eine innere Neigung, wenn man eine Aktie hat, dann will man die auch gut finden, weil man hat ja auch eine Entscheidung dafür getroffen und ja, das sollte man auf jeden Fall auch beachten. Ich versuche es auch, aber es ist nicht immer, gelingt mir das auch, ist so meine Eigenbeobachtung. Ja, aber achso, wir können jetzt doch zuerst nochmal auf den Kursverlauf gucken. Der ist natürlich irgendwie geprägt von diesen Shortseller-Attacken. Wir sehen also hier häufig steile Anstiege und dann wieder einen Abfall. Gibt es ja neue Nachrichten. Steiler Anstieg hier, rums ging es wieder runter, da kam auch irgendwas von den Shortsellern raus. Und dann haben wir hier denselben Effekt. Es arbeitet sich innerhalb kurzer Frist auch wieder auf einen neuen Höchststand gegenüber hier diesem Punkt. Und dann kommt eben wieder so eine Nachricht, geht es wieder rums runter. Da muss man immer mit rechnen. Auf der anderen Seite bietet das natürlich, wenn man aktiv ein bisschen handeln will, auch gute Möglichkeiten hier unten immer zu kaufen. Und mal $2-3 Erhöhungen mitzunehmen und dann wieder Anteile zu verkaufen. Das ist eigentlich auch mein Plan gewesen. Ich wollte eigentlich hier oben auch verkaufen, aber die sind mir mit ihrer Veröffentlichung dann zuvor gekommen und haben mich dann dazu verleitet, hier unten nochmal nachzukaufen. Es zuppelt jetzt so ein bisschen rum. Man muss ja auch die globale Marktlage sozusagen für den REIT-Sektor sehen. Da überlagert das dann auch noch ein bisschen. Wenn ich mal 5 Jahre noch angucke, dann haben wir vor Corona hier durchaus Kurse gehabt von $15 in Corona wieder ganz so runter. Dann haben wir auch so einen Bogen, den wir auch bei den vielen BDCs sehen. Ein Anstieg kann ich jetzt hier nicht sehen, sondern dann es schwankt jetzt so ein bisschen hier um einen Wert zwischen 12,50 und $14, würde ich sagen. Irgendwo in so einem Band bewegen wir uns jetzt seit seit einem Jahr bewegen wir uns schon in dem Band. Das ist ja sogar 1,5 bis 2 Jahre schon dieses Band, in dem sich Arbor bewegt. Und seit auch ungefähr 1,5 Jahren gibt es diese Shortseller-Vorwürfe und oder Attacken, je nachdem, wie man das bewerten will. Wir gucken jetzt mal in die Zahlen hinein. Was ist denn jetzt konkret und überhaupt passiert? Q2, wir haben also hier eine Spitze dieser Mortgage-Backed Securities Papiere am Ende hier von 2022 und in 2023 und jetzt auch in 2024 geht der Bestand ein bisschen zurück. Der Schwerpunkt bei ihren Papieren sind Multifamily Homes und Single Family Homes. Das heißt nicht so sehr der kommerzielle Commercial Real Estate, wie es eigentlich heißt, sprich Gebäude, in denen ja Verkauf stattfindet oder Industriegebäude, sondern der größte Teil sind eben schon
Häuser, die sozusagen bewohnt werden. Und deswegen sind die größte Krise in diesem Commercial Real Estate haben wir auch schon in 2023, würde ich sagen, gesehen. Da lief eigentlich dieser Teil mit den Private Homes ganz gut. Es findet ja auch es finden ja auch im Moment kaum Überschreibungen statt. Es werden wenig dazu gebaut oder wurde wenig dazu gebaut. Durch die hohen Zinsen ist so ein bisschen dieser ganze Hypothekenmarkt auch ein bisschen unter Druck geraten. Es passiert einfach nicht mehr genug. Cashbestand haben wir hier leicht nach oben entwickelt in dieser Phase 2023, 2024. Schulden und Verbindlichkeiten haben sich auch positiv entwickelt, nämlich nach unten. Man ist also jetzt hier von Q1 auf Q2 um 7% zurückgegangen, hier in den Papieren um 3,1%. Die haben noch andere Vermögenstitel, aber ich habe jetzt hier hauptsächlich diese Hypothekenpapiere oben aufgeführt. Wir können nachher nochmal in den Bericht hineinschauen. So, dann haben wir die Frage Eigenkapital. Eigenkapital hat hier ein bisschen abgenommen von Q1 auf Q2. Wir haben also hier auch einen Aktienrückkauf, das sehen wir nachher noch. An den Tiefständen sozusagen in Q2 haben die dann nochmal 11 Millionen Aktien zurückgekauft. Das sind ungefähr über 100 Millionen Dollar gewesen. Man hat natürlich auch ausgeschüttet. Es gibt auch Non-Controlling Interest hier drin und es gibt in dem Eigenkapital auch quasi Vorzugsaktien, würde man in Deutschen sagen, Preferred Shares, die mit konstanter Dividende bedient werden. Ich sage jetzt auch mal müssen als erstes, bevor die Gewinne, die Earnings übrig bleiben, die den Standardaktionären zustehen. Bilanzsumme hat sich hier um 7% erhöht. Ist das richtig? Nee, das ist nicht richtig. Das muss ich jetzt nochmal korrigieren. Da würde ich jetzt nochmal eine Korrektur vornehmen. So, denn es kann ja nicht sein, dass die Positionen alle kleiner werden und die Bilanzsumme steigt. Also die ist jetzt zurückgegangen, auch um 6%. Jo. Eigenkapital macht damit, obwohl es leicht gesunken ist, hier immer noch 21% aus. Wenn ich so rückwärts gucke, ist das sogar ein relativ hoher Wert. Könnte sogar sein, dass die jetzt auch wieder Aktienrückkäufe machen, falls der Aktienkurs wieder neue Tiefstände erreicht. Das haben sie letztes Quartal ja auch gemacht. Da kommen wir dann nochmal dazu. Die Einnahmen. Ja, wenn die Assets schrumpfen, das haben wir auch bei Leda gesehen, ist es schwierig, die Einnahmen zu erhöhen. Wir haben also einen Rückgang hier auch um 7%. Was die Zinseinnahmen angeht, wir haben bei den Zinsausgaben auch einen Rückgang. Der fällt etwas kleiner aus, sodass also die Differenz zwischen den Zinseinnahmen und Zinsausgaben hier um 15% gesunken ist, 88 Millionen. Damit haben wir endgültig die 100 Millionen hinter uns gelassen. Wenn ich das hier also hochrechne, die beiden Zahlen aufs ganze Jahr, dann läge ich 10% hinter Vorjahr. Meine Vermutung ist, es wird ein bisschen mehr größer ausfallen. Denn hier das zweite Quartal wird sich am 3. und 4. fortsetzen. Nämlich nicht so gute Zahlen, die wir hier sehen. Wir haben, wenn ich die Zinsquoten hier bilde, dann hätte ich noch auf die Einnahmen gerechnet 9,8%. Das liegt jetzt also auch schon eben unter diesen Zinseinnahmequoten, die wir hier hatten. Und so auf dem Niveau von Q2 des Vorjahres, 9,7%. Und hier den Pfad von 10% hat man verlassen. Also wir haben sinkende Einnahmezinsen und sinkenden Assetbestand. Das ist halt gleich ein doppelter Effekt. Bei den Zinsausgaben kann ich auch rechnen. Die sind noch nicht gesunken. Da haben wir also noch sogar einen leichten Anstieg um 0,1%. Aber in jedem Fall sind wir höher als im Vorjahr in den drei Quartalen, die hier noch sichtbar sind. Auch das ist jetzt nichts Besonderes. Haben wir auch praktisch bei allen Unternehmen aus dem Finanzierungsbereich das Problem, dass die Zinsausgaben sowie eine Hysterese sie jetzt so hinterherziehen. Die Zinseinnahmen sind relativ schnell gestiegen und mit den Zinserhöhungen
Und damit muss man natürlich auch rechnen, wenn die Zinsen wieder sinken, dass die auch relativ schnell sinken. Und bei den Zinsausgaben zieht es sich so ein bisschen hinterher, weil man da längerfristig gearbeitet hat. Aber man merkt ja jetzt so nach und nach, gibt es mal fällig werdende Schuldpapiere, die man austauscht, und dann hat man das Problem, dass man dann eben deutlich höher Verzinste reinnehmen muss. Und deswegen ziehen die Zinsausgaben jetzt so nach 2 Jahren oder so, kommt das jetzt auch in den Unternehmen an. Wichtig ist, wie sieht es mit der Dividende und dem Gewinn aus? Wir haben noch andere Einnahmen, das sind diese Mortgage Servicing Rights zum einen, da werden also, glaube ich, so im Großteil 25 Millionen eingesammelt. Da haben sie auch einen großen Bestand von Papieren, die sie betreuen. Sprich, da ist, sagen wir mal, in der Größenordnung, wenn ich das so richtig im Kopf habe, 40 Milliarden Hypotheken, die dahinter stehen. Und von diesem Betrag machen die die Abwicklung sozusagen. Da kann man eben im Quartal jetzt 65 Millionen Einnahmen mit generieren. Muss natürlich auch Leute vorhalten. Ich habe nochmal nachgeschaut. Die haben ungefähr 600 Mitarbeiter hier. Das jetzt mal mit Ledder vergleiche. Die haben 60 Mitarbeiter. Dann sieht man schon, dass hier auch eine ganz andere Größenordnung sozusagen vorliegt. Ausgaben, das sind dann nicht die Zinsausgaben, die haben wir ja hier oben schon sozusagen, sondern eben der Geschäftsbetrieb, wenn man so will, auch gestiegen hier um 10%. Ja, wir haben auch hier schon eine Zunahme gehabt, 75 auf 85. Letztes Jahr haben sie das eigentlich gut konstant gehalten. Jetzt haben wir hier doch einen Anstieg. Ich denke, das ist eine Aufgabe vom Management, das hier unter Kontrolle zu halten. Ja, damit gibt es ein Ergebnis, ein Gewinn nach Bewertungsänderung und Steuern von 73 und 62. Davon müssen jetzt noch diese Non-Controlling Interest bezahlt werden. Dann bleiben noch 47 und 58 übrig für die Aktionäre. Das ist dann doch ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, wo wir hier Werte über 70 und 90 Millionen hatten. Hier waren wir jetzt unter 60, sind wir unter 50. Nochmal 18% weniger als im Q1. Das ist schon nicht so gut. Gibt dann noch diese Distributable Earnings, da sind die Bewertungskorrekturen raus, genommen worden. Das ist sozusagen die Kenngröße wie ein FFO bei manchen anderen REITs oder gibt es ja alle möglichen Bezeichnungen dafür, wenn man so eine Größe entwickelt, die nennen das Distributable Earnings. Und da haben wir immerhin noch 90 Millionen im Quartal übrig. Im Vorjahr waren wir aber auch hier deutlich über die 100. Auch in 2022 sind wir auf über 100 im Quartal gekommen im Mittel. Das sieht ja jetzt ein bisschen so aus, als würden wir uns hier Richtung 360, 370 Millionen bewegen im ganzen Jahr. Das wäre natürlich hier deutlich unter 2023 und wäre auch noch unter 2022. Da muss man jetzt mitrechnen. Also wir reden jetzt nicht vom Gewinn, sondern von den Distributable Earnings. Wenn ich die in Relation zu den Einnahmen setze, dann sehe ich auch, wir hatten hier eine Verwertungsquote, wenn man so will, der Einnahmen. Da blieben noch knapp 40% übrig, ein bisschen weniger. Das ging zurück auf 36, war dann letztes Jahr eben auch schon geringer mit 28. Und jetzt sind wir hier im Bereich ein Viertel der Einnahmen steht als Distributable Earning am Ende des Geschäftsprozesses zur Verfügung. Es ist an sich ein guter Wert, würde ich sagen, aber im Vergleich mit den Vorquartalen dann doch nicht irgendwie. Ja, Aktienbestand, wir hatten eine Ausweitung hier, das ist der Mittelwert. Wir hatten eine Ausweitung hier in Q1 um geringen Betrag und haben jetzt hier, also haben jetzt hier eine Zahl von 188,5 Millionen. Da bin ich jetzt nicht sicher, wie ich da den Zusammenhang herstellen kann mit dem Aktienrückkauf, der in ihrem Papier, was sie veröffentlicht haben, benannt wurde. Kann natürlich sein, dass der Aktienrückkauf auch erst nach dem 30.06. stattgefunden hat und dass der hier nur erwähnt wird. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. So rein von meiner Logik aus hätte ich jetzt erwartet, dass hier 11 Millionen weniger Aktien stehen. Kann ich hier im Moment nicht sehen. Der Aktienkurs
schwankt sehr. Von daher sind solche einzelnen Stichtage sind immer ein bisschen schwierig. Hier hatten wir ja mal den Fakt, dass wir an zwei Stichtagen, die 3 Monate auseinander liegen, exakt denselben Aktienkurs hatten. Es ist dann einfach ein Zufall. Am Ende von Q1 war es ein bisschen niedriger, hier ist es ein bisschen höher. Aber wir hatten ja auch schon Kurse, die in den Bereich 15, 50, 16 Dollar gefallen sind. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen zufällig dann. Der Net Asset Value, der jetzt nicht aktienkursabhängig ist, ist eben hier geschrumpft. Habe ich jetzt darauf zurückgeführt, dass wir Aktienrückkäufe gemacht haben. Wenn ich die jetzt hier auch in den Stückzahlen nicht sehe. Es ist zurückgegangen hier um 0,9 Millionen. Wir gucken gleich nochmal in den Bericht rein. Das stimmt mich irgendwie jetzt hier nachdenklich. Net Asset Value, da haben wir einen Rückgang. 12,84 ist ein Wert, den wir so in etwa 2024 hatten. Wir schauen gleich mal auf den Gewinn pro Aktie und dann auf die Ausschüttung. Und dann kann man schon erkennen, wir haben nämlich nur einen Gewinn von 25 Cent und eine Ausschüttung von 43. Das heißt, schon alleine durch die Ausschüttung wird der Net Asset Value reduziert. So, da die Ausschüttung sich jetzt aber nicht an diesem Gewinn orientiert, sondern von dem Distributable Earning abhängt. Wir haben bei 190 Millionen Aktien und eine Ausschüttung von 43 Cent, so ungefähr, jetzt teile ich das mal, das gibt 95 Millionen Dollar und dann nochmal 10% abgezogen. Irgendwas mit 80 Millionen Dollar, die im Quartal ausgeschüttet werden an die Aktionäre. Wenn ich aber nur 60 Millionen Dollar Gewinn habe, dann verzehre ich mein Eigenkapital. Das war natürlich im letzten Quartal auch schon so. Nur in den Vorquartalen hat man also mehr an Gewinn ausgewiesen, schon in den Büchern, als man ausgeschüttet hat. Jetzt sind wir also mit der Dividende in dem Bereich größer, den Gewinn aber immer noch kleiner als die Distributable Earnings. Was passiert, wenn die Distributable Earnings hier unter die 90 kommen? Muss man vielleicht auch mit einer Dividendenkürzung rechnen. Dividende pro Aktie, Distributable Earnings pro Aktie, sind wir hier schon bei 45. Und das hieße ja, die Zahl habe ich abgeschrieben, nicht ausgerechnet. Und das hieße ja, dass wir jetzt schon in der Nähe sind von der Dividende mit 43. Also hier ist wirklich, die Überdeckung ist jetzt schon sehr klein. Letztes Quartal 4 Cent, war auch nicht besonders hoch. Hier hatten wir ja eine größere Überdeckung. Ist so. Dividende vom Gewinn, da sind wir längst drüber. In Q1, aber auch in Q2. Ja, hier auch nochmal der Prozentsatz. 95% vom Distributable Earning wird auch distributed. Jetzt hätte man denken können, für Q3 sind sie ein bisschen vorsichtiger und senken die Dividende. Haben sie nicht gemacht. Sie haben die Dividende von 43 Cent für Q3 auch wieder angesetzt. Sie wird am 30.08. ausgezahlt. 31.08. Das ist so richtig im Kopf habe. Also es gibt nochmal 43 Cent. Kursrendite waren hier 13%, hier 12%. Ja, liegt immer so zwischen 11 und 13-14%, so kann man das vielleicht sagen. Letztes Jahr hatten wir eher etwas bessere Renditen hier mit 11,3, hier auch 11,7 und in der Zeit hier 20, bevor die Zinsen erhöht wurden, hat Arbo auch nur Dividendenrenditen von 7-9% hier produziert. Das heißt, die Kurse lagen eben deutlich höher. Dafür habe ich jetzt hier auch meinen NAV-Preis-Relation und da hatten wir eben an der Börse Kurse, die 40% oder 50% über dem Net Asset Value gelegen sind. Und Ende 2021 waren es noch 2%, 2022 waren es noch 2%, 2023 war der Börsenkurs 15% über Net Asset Value. Und jetzt sind wir hier wieder zwischen 0 und 10%. Aber auch in diesen, wenn wir hier von Net Asset Value von 12,84 sprechen, da kommen wir mit Börsenkursen dann teilweise auch mal hin. Ja, soviel jetzt zu meiner Zahlenanalyse. Ich würde sagen, auch hier klemmt es sozusagen an den, da brauche ich jetzt eigentlich keinen Shortseller-Report, sondern die haben wir eine Erodierung sozusagen in einem Asset-Bestand.
Wir haben auf der anderen Seite drückt die Zinsseite und wir haben eine Ausschüttung, die schon die Grenzlinie tangiert. Also wir gucken jetzt hier nochmal in diesen 8K-Report. So, was die als ihre Highlights hier haben, sie das Rückkauf von 11,4 Millionen Common Stocks zu einem Durchschnittspreis von $12,19. Das muss wohl irgendwie stattgefunden haben. Vielleicht ist es auch nur, also ich würde es eigentlich, wenn ich es in den Q2-Report reinschreibe, würde ich eigentlich denken, dass es auch in Q2 stattgefunden hat. Das war mir jetzt anhand der Zahlen, die ich da über den Aktienbestand gefunden habe, nicht ganz klar. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch abgeschrieben, aber weiß ich nicht. Dann haben sie Senior Notes zurückgenommen. Redeemed heißt ja auch wieder vom Markt genommen für, von 5,75% für 90 Millionen. Die haben, es sind also auch neue Originations, was den Darlehensbereich betrifft, hinzugekommen. Sieht erstmal toll aus, aber es hat eben auch eine sehr große Rückzahlung stattgefunden. Und dann haben wir eben kein Wachstum in dem Darlehensbestand, sondern einen Rückgang. Die Zahl der Commitments, also der Verträge, hat zugenommen. Man hat aber auch hier einige Darlehen verkauft, sozusagen, Total Loan Sales, und hat am Ende eben einen schrumpfenden Assetbestand. Das gebührenpflichtige Portfolio, das sind ja diese Mortgage Servicing Rights, das sind insgesamt 32 Milliarden Dollar, die stehen ja nicht in der Bilanz, sondern man hat ja nicht das ganze Portfolio, sondern nur die Rechte der Abwicklung dieses Portfolios. Und das hat insgesamt hier ein Service Revenue von 46 Millionen gebracht. Das ist dann bei mir Net Worth 29 Millionen. Was ist auf Servicing Revenue? Und Abschreibung auf die Mortgage Servicing Rights. So würde ich das verstehen. Wir haben auch bei Rhythm, da hatte ich ja auch ein Video gemacht, das kommt auch in den nächsten Tagen. Da habe ich auch eine, da ist auch die Position der Abschreibung auf die Mortgage Servicing Rights aufgrund von Zinssenkungen ein Thema. Bei denen ist das alles nochmal eine Nummer größer als bei Arbor, so würde ich das eigentlich sagen. Hier ist ihr gebührenbasiertes Servicing Portfolio, sind meistens Fannie Mae Hypotheken, die sie da drin haben. Und das sind hier ein 46 Basispunkte, also 0,46%, gibt dann also typischerweise so ein Mortgage Servicing Rights von einer Hypothek, so muss man das so. Ja, und hier sieht man ein bisschen die Life Cycles, das sind, haben dann 7 Jahre Laufzeit. Das ist ein bisschen geschrumpft, wenn ich das hier so gucke, von 7,7 auf 7,5. Ja, der ganze Bestand ist aber stabil hier, von 31,4 Milliarden auf 32,2, da haben wir also keinen Rückgang in diesem Servicing Rights Portfolio. Was aber ja eben nicht in der Bilanz steht. Das ist ja sozusagen, die haben ja nur einen Teil der Rechte aus dem Portfolio, nämlich nur die Abwicklungsrechte. Ja, hier haben sie ihre Finanzierungs- und Investmentaktivitäten eben im Bereich Multifamily und Singlefamily. Und da gibt es schon ein bisschen eine Verschiebung über die Jahre jetzt hin, 2023, 2024, aus dem Multifamily in Single Family hier hinein. Gerade was die Neuaufnahme ins Portfolio angeht, da passiert im Single Family, also im Einfamilienhaus, deutlich mehr als im Multifamily. Hier ist das Gesamtportfolio, da überwiegt eben noch hier der Multifamily-Bereich, aber wir sehen es ja bei dem, was neu gekommen ist in Q2 und auch in Q1 spielt Multifamily eigentlich keine große Rolle mehr. Und Singlefamily baut sich gerade aus. Das, ja. Dividende ist also 43 Cent, ist nochmal deklariert worden fürs Q2. Die wird am 30. August ausbezahlt und doch der 30. Und am 16. August ist das. Ja, am 15. ist dann das Ex-Date. Ich glaube, da ist jetzt nur noch ein Tag dazwischen. Also man muss am 16. Shareholder, eingetragener Shareholder sein, dann kriegt man das, die Dividende.
Ja, dann kommen hier die Zahlen, die haben wir schon durchgeguckt. Ich wollte noch mal schauen auf die sonstigen Kosten. Die vergleichen das jetzt hier aber nicht Q1 gegen Q2, sondern Q2 2024 gegen Q2 2023. Ja, kann ich jetzt schlecht von Quartal zu Quartal gucken. Ich habe trotzdem hier eine Ausweitung der Kosten und dann sieht man auch, das wird auch der Hauptgrund sein, Rücklage für Kredit. Ausfälle ist eben, wenn man das hier übers Jahr vergleicht, von 13,8 auf 29,5, da haben wir schon mal eine Zunahme um 16 Millionen, die hier sozusagen drin steckt. Dann geht es um die Ausgaben für die Mitarbeiter. Das hat dann zumindest von Q2 auf Q2 gar nicht so sehr zugenommen. Und wie man denken könnte, also eine große Position hier sind die Kreditausfall. Fürsorgen sozusagen, Vorsorge, die man hier erhöht hat, ja, aufgrund der wirtschaftlichen Situation, das mag auch Sinn machen. Das ist dann auch eben eine Buchung, die beim Distributable Earning wahrscheinlich nicht berücksichtigt wird. Hier haben wir die Shares Outstanding. Ja, hier habe ich die Zahlen nochmal. Common Stock, das sollten eigentlich die sein, die am 30.06. ausstehend sind. Das sind die 188.548. Und das passt eigentlich zu dem, die auch am 31.03. ausstehen, weil da war das eine Zahl von 189. Also. Bleibt für mich im Moment noch ein Rätsel, wo dieser Aktienrückkauf sichtbar ist, aber muss ich vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer reinschauen. Gut, also ich denke, das war im Wesentlichen alles, was man hier sagen kann zu Arbor Realty. Zu den Vorwürfen wird nochmal mit Sicherheit im Earnings Call Stellung bezogen worden sein. Wenn ich da auf Arbor hier schaue, dann gibt es bei Seeking Alpha ja häufig eine Veröffentlichung des Earnings Calls. Kann ich hier noch nicht sehen. Hätte ich jetzt auch noch warten können, kann ich natürlich auch nochmal einen Zusatz hier aufnehmen zu dem Video, wenn der rauskommt und das hinten dran klatschen. Falls das nicht passiert, ist das Video jetzt hier zu Ende. Ich würde sagen, gemischte Signale, kein Grund für große Kurssteigerungen, die ich hier im Moment sehe, aber vielleicht erfahren wir dazu auch noch ein bisschen mehr in diesem Earnings Call. Könnte sein, dass ich da jetzt auch noch drauf warte. Gut, erstmal schönen Dank hier für die Aufmerksamkeit. So, weiter geht's. Es ist heiß wie die Hölle und ich lese mir hier den Konferenzcall von Arbor Realty durch, nur damit ihr hier das Video auch perfekt bekommt, sozusagen. Bin jetzt einmal durch und wir gehen jetzt nochmal durch. Ich hatte erst gedacht, ich markiere irgendwas, aber muss ich nochmal durchgehen und wir gehen jetzt nochmal zum zweiten Mal gemeinsam durch und schauen mal, was so interessant ist. Also, am 2.8. stattgefunden. Ivan Kaufmann ist der Präsident und CEO. Und dann haben wir noch den Kollegen Paul Elenio, das ist der Oberbuchhalter sozusagen von Arbor Realty. Ich habe es jetzt hier kopiert auf Englisch. Ich habe natürlich nicht Deutsch gesprochen und habe es jetzt ins Deutsche hier von meinem wunderbaren Microsoft-Programm übersetzen lassen. Überzeugende Ergebnisse in Q2, so fängt er erstmal an. Ein äußerst herausforderndes Umfeld, das hat er auch schon früher gesagt in den Earnings Calls, das stimmt. Insbesondere dass Q1 und Q2 schwierig werden würden, hat er schon im letzten Jahr gesagt. Es gibt noch so ein Chartpaket auf der Webseite im letzten Quartal, das wird jetzt nochmal aktualisiert mit verschiedenen Folien. Das soll man bitte lesen. Habe ich jetzt das aktualisiert, habe ich zumindest noch nicht gesehen oder gelesen. Okay, nochmal ein Thema. Die meisten der Mitbewerber im Bereich der Hypotheken-REITs haben ihre Dividende erheblich gekürzt.
Es hat eine Buchwerterosion gegeben in den letzten 5 Jahren, negative Gesamtrendite für Aktionäre. Das ist nicht das, was Arbor gemacht hat. Das ist nicht die Position, in der man ist. Über einen langen Zeitraum hat man sich als Outperformer hier hervorgetan. Ja, die ersten beiden Quartale sind der schwierige Teil des Zykluses. Und auch in dieser Phase ist man über, in dieser Phase des Stresses sozusagen, ist man jetzt durch diesmal durch. Man kommt jetzt dritte und vierte Quartal und man wird jetzt gucken, was passiert, wenn die Zinsen länger höher bleiben. Man hat aber weiterhin sehr starke operative Ergebnisse. Da werden wir jetzt drauf eingehen. Man ist sich aber auch jetzt bewusst, dass am Markt fehlerhafte Informationen existieren, das ist jetzt wird interessant, die auf kurzen Berichten beruhen und sehr ungenau sind oder ungenau sind. Die Leistungen sprechen natürlich für sich selber. Es wäre aber nachlässig, wenn wir jetzt nicht darauf eingehen würde, sagt er. Also es gibt erstens eine Reihe von Fehlinformationen bezüglich auf einer Transaktion, die als Westchase Portfolio bezeichnet wird. Hier wurde gesagt von den Shortsellern, sage ich jetzt mal, dass im ersten Quartal die Transaktion hätte gemeldet werden müssen. Man hat das nicht gemacht. Das wäre ein Verstoß gewesen. Er, nach seiner Meinung, muss man ja so sagen, ist die Transaktion erst im zweiten Quartal abgeschlossen worden und damit angemessen und rechtzeitig in den Finanzen aufgetaucht. Die Vorzüge dieses Deals sind im Interesse der Aktionäre. Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Es geht um einen Überbrückungskredit von 100 Millionen Dollar, der durch ein Immobilienportfolio in Houston besichert war, bei dem der Kreditnehmer in Verzug kam. Dann wurden diese Vermögenswerte zwangsvollstreckt, weil man auch der Meinung war, dass es einen inneren Wert hatte, über den Schulden liegt. Und dann wurden sie an ein neues Unternehmen verkauft, das mit 15 Millionen Dollar frischem Eigenkapital und einem Kredit von 95 Millionen Dollar zu SOFR, also 5,1% plus 3%, also 8,1%, diesen Kredit bedienen muss. So, dieses neue Unternehmen hat 15 Millionen Dollar da reingeschossen in die Transaktion. Davon kamen 6,25 oder 15% vom Austin Walker Fund. Das ist ein privater Immobilienfonds. Und an dem Arbor Realty mit 40% mit dem Arbor Realty eine Minderheitsbeteiligung hat. Also unter 50%. Ja, da steht es ja 49% Kommanditbeteiligung. Der Rest des Kapitals kommt von zwei unabhängigen Investoren, von denen einer ein Kreditnehmer ist, also Personen oder Fonds, mit denen man schon länger zusammenarbeitet, aber die unabhängig sind. Das muss man wissen. Das Kapital wurde sozusagen eingeschossen, dann wurde ein Kredit aufgenommen und diese zwangsvollstreckte Immobilie verkauft an diese neuen Kreditnehmer. Das ist, finde ich, schon mal auch für mich als Aktionär interessant, um zu sehen, wie gehen die jetzt mit solchen Ausfällen um, was passiert da so genau. Man geht davon aus, dass der stabilisierte Wert dieses Vermögens bei 128 Millionen Dollar liegt, was deutlich über dem Kapital dieser Transaktion liegt und damit eben auch für den Erwerber eine attraktive, etwas Attraktives darstellt, wenn ich etwas erwerben kann für 110 Millionen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf addiere, was aber einen inneren Wert von 128 Millionen hat. Damit sollte die neue Eigentümergruppe in der Lage sein, den Geschäftsplan in den nächsten Jahren zu erreichen und natürlich den Kredit zurückzuzahlen. Damit ist dieses Westchase eine herausragende Transaktion, die Kredite an erschwingliche Wohngemeinschaften vergeben wird. Mit der sehr effektiven Maßnahme, solide Wirtschaftlichkeit. Die Leerverkäufer haben unserer Meinung nach hier unbegründete Kritik geübt. Ja, wäre jetzt auch schlimm, wenn er gesagt hätte, die haben recht gehabt, wir sind die Schurken. Mit den Ergebnissen und dem Nutzen für die Stakeholder, das sind ja nicht nur die Shareholder, sondern auch die Öffentlichkeit in Teilen, insbesondere auch Personen, die vielleicht später mieten hier drin, oder keine Ahnung. Damit ist man sehr zufrieden. Weiterhin sind sie sehr effektiv bei der Verwaltung des Kreditbuches und diese Transaktion zeigt eben die Fähigkeiten des Arbor-Managements, mit zurückgenommenen Vermögenswerten umzugehen und die zu rekapitalisieren. Dann gab es bestimmte Fehlinformationen über die Rückzahlung eines CLOs. Die benutzen seit mehr als 20 Jahren CLOs als Finanzierungsinstrument
und haben also selbst während der Finanzkrise keinen einzigen Dollar an Prinzipien, heißt also am Principal, am Kapital des CLOs für unsere Anleger verloren. Sie sind sehr erfahren in der Verwaltung dieser CLOs und haben viele ausgegeben und zurückgezahlt. Ja. Der CLO wurde am 17. Juni im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit einberufen und damit die Hauptinvestition jedes Anlagegläubigers auf unser Kapital, die Maximierung der Rendite für unsere Aktionäre, vollständig zurückgezahlt. Also verstehe ich jetzt so, dass der CLO im Juni zurückgenommen wurde, zurückgezahlt wurde. Darüber wurde eben in diesen Berichten von den Shortsellern auch festgestellt, dass die Anleihegläubiger vor der Rückzahlung nicht ordnungsgemäß benachrichtigt wurden und auch die Einreichungen bei der Börsenaufsicht nicht rechtzeitig erfolgt sind. Da sagt er, die Regeln sind aber klar. Wir sind verpflichtet, die Anleihegläubiger 10 Tage vor der Rückzahlung zu benachrichtigen. Das hat er am 31. Mai gemacht über einen Treuhänder und das SEC-Formular 45 Tage nach Quartalsende. Das muss also bis zum 14. August eingereicht werden. In diesem Fall ist man also noch gar nicht am 2.8. kann man gar nicht im Verzug sein, wenn die Transaktion am 17. Juni abgeschlossen wurde, das Quartal am 30.6. zu Ende ist und man dann 45 Tage Zeit hat. In den letzten 10 Jahren, wir sind in den letzten 10 Jahren zusammengebrochen, das weiß ich nicht viel, was das übersetzt ist, und haben mehr als ein Dutzend CLOs eingelöst. Jedes Mal hat das alles geklappt. Von daher geht er davon aus, dass das auch hier richtig ist, wie man das gemacht hat. Dann wurden sie dafür kritisiert, dass das Buch, damit ist das Kreditbuch wahrscheinlich gemeint, oder ihre Buchhaltung, Books. Hier sagt er ja nochmal, unser Kreditbuch in einem notleidenden Umfeld. Dabei hat das Unternehmen sehr effektive Arbeit gemacht, um die Rendite zu maximieren. Man hat 730 Millionen US-Dollar in diesem Quartal geändert. Das heißt, man hat Kredite in dieser Höhe überarbeitet, so wie wir das oben auch gehört haben. Und es wurden 23 Millionen an frischem Kapital von den Sponsoren in die Geschäfte investiert. Dazu gehören Barmittel für den Kauf neuer Zinsobergrenzen. Das heißt, man bietet dem Sponsor dann an, wenn du eben Barmittel in das Projekt einbringst, nochmal 10 Millionen, dann kriegst du eine Zinsobergrenze von, sagen wir mal, vorher ist es Floating und steht bei 9,2%, kriegst du eine Zinsobergrenze von 8%. So, und dazu muss aber mehr Geld rein und der Kredit wird dann abgesichert und die Zinsen sinken. Und sowas kann man durchaus machen. Das machen sie natürlich mit Krediten. Also wenn der Kredit wunderbar läuft, macht man es nicht. Das machen wir mit Krediten, wo es Schwierigkeiten gibt. Sie machen auch Fortschritte bei überfälligen Krediten. Da wird etwa von 1 Milliarde Dollar gesprochen. Die werden modifiziert oder jetzt wird immer vom REO gesprochen. Das heißt wahrscheinlich Real Estate Owned. Das heißt, es wird zwangsvollstreckt und dann in das Eigentum von Arbor überführt. Also REO heißt dann, das sind Gebäude oder Land, was man übernommen hat durch eine Zwangsvollstreckung. Ja, und dann muss man natürlich, die verwalten das nicht auf Dauer, wenn ich das so richtig weiß, wie das Ladder Capital macht. Sagen dann, okay, das ist jetzt unsere Immobilie, wir suchen Mieter und wir machen dies, wir machen das, sondern die suchen schon immer neue Sponsoren, die dann diese, oder neue Eigentümer, die dann diese Immobilien übernehmen. Darüber hinaus haben wir angesichts des jüngsten Rückgangs der Zinssätze ein erfolgreiches Quartal, in dem wir Rückzahlungen von 630 Millionen Dollar generiert haben. Und von denen 490 Millionen in festverzinsliche Agenturgeschäfte refinanziert wurden. Das ist jetzt auch ein Trend, dass man dann den Kunden anbietet, geht doch raus aus dem Verzinslichen in festverzinsliche. Das hat dann natürlich im Moment für den Kunden den Vorteil, dass die Zinszahlungen sinken. Für ABO hat es den Vorteil, wenn die Zinsen jetzt wirklich in den nächsten 24 Monaten um 2% sinken, dann ist man mit den Krediten, die man jetzt fest fixiert, festverzinslich macht, ist man aus dem Zinssenkungsrisiko sozusagen raus. In der Vergangenheit hat er gesagt, dass die Zinssätze unter 4% fallen und das ist in der letzten Woche ja nun auch schon passiert und das wird für das Geschäft hier von ABO an Bedeutung gewinnen. Und trotz dieser Tatsache wurde ABO in den Berichten von Leerverkäufern wiederholt angegriffen und es wird wohl auch so weitergehen. Ja, realistische Einsicht, die haben ja jetzt auch die Leerverkäufe getätigt, die müssen ja den Kurs von den ABO-Aktien drücken.
Die beste Antwort auf diese Angriffe, die wir für unfair und ungerechtfertigt halten, sind die Finanzergebnisse, ja. Was kann man sonst tun? Man kann nur seine Ergebnisse präsentieren, das durch Wirtschaftsprüfer prüfen lassen und sagen, es ist alles in Ordnung. Dann ist es gut. Also seit 18 Monaten gibt es hier Auskunftsersuchen dann auch von Regierungsbehörden, einschließlich Justizministeriums. Da hat aber immer konsequent kooperiert und wird auch weiterhin solche Anfragen beantworten. Aber man wird das jetzt nicht im Detail hier kommentieren. Also wer da was angefragt hat und was man beantwortet hat. So, und dann jetzt geht er eigentlich dazu über, dass er das Q2 bespricht. Starke Liquiditätsposition, das haben wir ja auch schon gesehen in dem, was wir vorher haben. Man hat also 700 Millionen im Unternehmen und dann hat man ja noch diese CLOs und in den CLOs liegt auch noch Geld, was nicht ausgegeben ist und das sind 200 Millionen und das entspricht, wenn man es rausholen würde, das ist halt nicht so einfach ein Bar-Äquivalent von 50 Millionen Dollar. Und mit dieser relativ großen Liquidität, das ist für die natürlich wichtig, dass man nicht bei jedem neuen Projekt gleich wieder Finanzierung suchen muss. Schuldenabbau in der Bilanz, das haben wir aber eigentlich auch gesehen. Vom Höchststand von 4,2 Milliarden auf 2,8 Milliarden an ausstehenden Forderungen an Geschäftsbanken gesunken und haben 67% der Schulden, der Verbindlichkeiten jetzt in nicht Mark-to-Market niedrig bezinste CLO-Vehikel sozusagen abgeschoben. Und mit diesen CLO-Vehikeln hat man halt eine günstige Refinanzierungsform sozusagen. An die Banken müsste man im Moment wesentlich mehr Zinsen bezahlen und deswegen hat man hier einen Weg gesucht. Und es gibt auch keine Kursveränderung, weil die off-balance sozusagen sind. Man muss das nicht in seiner Bilanz dann Zinssenkungen mit Steigerungen der Verbindlichkeiten korrelieren, wie das ja auch zum Beispiel auf der Aktivseite ist, wenn man festverzinsliche Wertpapiere hält. Ja. Das ist bei diesen CLOs nicht notwendig. Ja. Einkommensströme werden also hier zum Teil von kostengünstigen CLO-Vehikeln getrieben, festverzinslichen Schuldtiteln und Aktien-REIT-Instrumenten, die wir haben. Kann ich jetzt aber nicht so viel dazu sagen, was das bedeutet. Strategischer Ansatz zur Kapitalisierung. Wichtig für die ist auch die Agenturplattform. Agenturen sind immer Fannie Mae, Freddie Mac, also diese halbstaatlichen oder staatlichen Agenturen, die gegründet wurden, um einfachen Bevölkerungsteilen, die kein großes Kapital haben, durch Garantien, die zur Verfügung gestellt werden, Hypotheken zu beschaffen. Nicht? Deswegen kann fast jeder Amerikaner, der einen Job hat, auch wenn er nur im Warenhaus, im Warehouse, wollte ich eigentlich sagen, also als Lagerist arbeitet und sagen wir mal 15 Dollar verdient, dann kriegt er auch ein Darlehen über diese Agentur und kann eben eine Immobilie für 300.000 Dollar oder 400.000 Dollar kaufen, was man ja in Deutschland nicht könnte. Da gibt es, ist das längst nicht so ausgeprägt, was diese staatlichen Sicherheitsagenturen angeht. Die haben in Q2 hier 1,1 Milliarden Dollar neu vergeben, trotz hoher Zinsen. Wenn jetzt die 10- und 5-jährigen Anleihen in Kombination mit Spreads jetzt leicht zurückgehen, dann kann das also bedeuten, dass die in der Pipeline weitere Agency-Deals jetzt auftauchen werden in Q3 und Q4. Also so, anders gesagt, sinkende Zinsen erhöhen die Pipeline für Neugeschäft. Das ja, ist, denke ich, ja, versteht sich von selbst. Auch diese Bilanzkredite von den Banken sozusagen in Agentur Produkte hier umzuwandeln, großartige. Also Bilanzkredite heißt, die sie vorher selber vergeben haben und bei sich in der Bilanz stehen haben und jetzt in immer stärkeren Maßnahmen hier diese Agenturprodukte jetzt aufzunehmen. Also Single Family Homes, sage ich jetzt mal, das haben wir ja schon, habe ich auch in meinem Zahlenwerk da schon mal kurz erwähnt. Das ist für die ganz wichtig, weil ja auch eine Besicherungsdeckung sozusagen von den Agenturen dahinter steht. Und das ist natürlich auch dass ein erheblicher Teil des Geschäfts im Bereich, das ist die Übersetzung, Arbeitsmarktes für Arbeitskräfte, Wohnungen. Ja, also nicht für für normale Arbeitnehmer, sage ich jetzt mal. Fanny und Freddy haben hier ein spezielles Mandat. Dazu gibt es sie ja überhaupt.
bezahlbaren Wohnraum für Arbeitskräfte in den USA zu schaffen, was da ein großes Problem ist. Und das ABO ist halt ein wichtiger Partner für die da auch. Dann haben sie dieses gebührenfinanzierte Service-Portfolio, das also den Einzug macht. Da stehen 32 Milliarden Dollar drauf, hatten wir kurz drüber gesprochen. Und das ist in Q2 um weiter 3% gewachsen gegenüber Q1, im Jahresvergleich um 4%. Und macht also hier einen Cashflow von 124 Millionen Dollar pro Jahr, also ungefähr 30, knapp über 30 Millionen Dollar in Q2, hat man auch gesehen. Auch aus dem Barguthaben werden über Zinsen Erträge erwirtschaftet. 5% machen sie da, das ist ja auch nicht schlecht. Von denen verdienen wir 5% an Guthaben in Höhe von 2,4 Milliarden oder etwa 120 Millionen US-Dollar pro Jahr. Okay. Das gibt immerhin 1,20 Dollar pro Aktie. Warum er jetzt hier von 2,4 Milliarden Dollar spricht, kann ich nicht sagen. Vielleicht sind auch bestimmte Guthaben fest angelegt und dienen zur Besicherung von irgendwelchen Dingen. Also, dass man mit Bargeld irgendwas besichert, aber gleichzeitig die Erträge daraus kassieren kann. Das überschreitet jetzt mein Verständnis. Dann haben wir die Gewinne aus den Verkaufsmargen, wenn also neue Hypothekendarlehen begeben werden. Die haben ja so eine Origination-Plattform, über die man also auch Anträge schreiben kann. Und da bekommen die halt auch eine Ertragszuteilung von den Agenturen. Und das Agenturgeschäft macht immerhin 45% des Nettoumsatzes aus. Und das findet, wie er so schön sagt, jeden Tag statt, bevor wir unsere Türen öffnen, weil das eben automatisiert über Plattformen abläuft. Das ist einzigartig. Einfamilienhausvermietungsgeschäft sind wir nach wie vor der Marktführer der Wahl auf dem Premiummarkt. Da habe ich mich jetzt noch nicht weiter mit beschäftigt. 185 Millionen Dollar an Finanzierung. Das heißt, hier geht es nicht um Wohnungen oder Häuser, die man selber finanziert und kauft, sondern es gibt Firmen, die dann Einfamilienhäuser bauen, auch teilweise großflächig und vermieten, also nicht also großflächig im Sinne von, das sind dann 200 Stück, gibt ja so ganz ähnlich aussehende, sich replizierende Vorstädte, gibt es schon sehr lange in Amerika. Ich war auch schon mal, als ich mal drüben war, in so einer, schon ein bisschen für uns Europäer ein bisschen gruselig, würde ich sagen, dass man sich da, sieht alles gleich aus und wird auch darauf geachtet, dass das so bleibt. Also ja, hier gibt es also auch eine große Pipeline, dass man in die Finanzierung von solchen von Gesellschaften, die Einfamilienhäuser zur Vermietung erstellt, eben da ist man auch sehr aktiv. So. Baukredit, das ist ja auch was die Bank OSAG zum Beispiel macht. Die macht hauptsächlich Baukredite und hier sind sie auch dabei. Da kriegt man nämlich sehr relativ hohe Renditen, 10-12%. Ja, das wissen wir auch von der Bank OSAG. Ja, und jetzt haben sie in der Pipeline eben noch hier 250 Millionen Dollar. Und dann haben sie Letter of Intent über 850 Millionen Dollar, wo sie schon in Verhandlungen eintreten und so weiter. Also da ist auch jetzt einiges in der Zukunft da. Es ist nicht alles verbraten und verbrannt. Sie haben ein sehr differenziertes Geschäftsmodell, richtige Anlageklasse, stabil, also positiv. So, der Paul geht jetzt nochmal durch die Finanzergebnisse durch. Das überspringen wir jetzt mal. Paul, das geht jetzt an uns vorbei. Sonst dauert das Video jetzt 2 Tage. So, jetzt kommen wir zur Fragerunde. Ich kann schon mal so als Spoiler sagen, es ist jetzt gar nicht so sehr von den Analysten hier nach den Shortsellern und den Reports gefragt worden. Also die Analysten haben schon ein bisschen jetzt sich in das Geschäft reingegraben und wollen da Sachen wissen, aber nicht. Es geht jetzt nicht so sehr darum, was hat der Shortseller gesagt und warum stimmt das doch, was der sagt oder so. Das ist eigentlich hier nicht so ein Thema gewesen. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Also ich finde es gut, dass der Alvin Kaufmann da hier proaktiv drauf eingegangen ist und jetzt nicht darauf gewartet hat, dass ihn einer darauf anspricht. Das wäre ein bisschen peinlich gewesen, glaube ich. Also der Steven gratuliert denen erstmal. Kredite mit Laufzeit von 60 Tagen, verstehe ich jetzt so mit einer, die 60 Tage überhängig sind, dass sie da aktiv dran arbeiten, was zu tun. Die Anzahl der Kredite, die in dieser Gruppe sind, und der Dollarbetrag sind zurückgegangen.
Er kennt die Zahlen, aber im zweiten Quartal mussten weniger Kredite geändert werden als im ersten Quartal. Ja, geändert heißt also restrukturiert, würde ich mal sagen. 67 Änderungen und im zweiten Quartal 24 und von 2,5 Milliarden auf 600, das ist ja doch ein deutlicher Rückschritt. Frage ist nur in Bezug auf Ihren Prozess, ist es immer noch so, sobald Sie einen Kredit als Ausfall haben, NPL ist ein ausgefallener, arbeiten Sie noch aktiv dran, können Sie den Kredit nochmal restrukturieren und ihn aktivieren? Oder ist es wahrscheinlicher, dass er durch eine Pfändung in den Verwertungsbestand sozusagen übergeht, sobald er ein Non-Performing Loan ist, also keine Zahlungen mehr eingehen? So, eine Gesamtsumme sagt, der Ivan ist so ungefähr 1 Milliarde Dollar an den Krediten. Und er glaubt, dass er in der Spitzenphase ist, was diese Pfändungen angeht. Die 1 Milliarde Dollar hat einen negativen Effekt auf die finanzielle Leistung. Die verwerten die halt schon, indem sie verkaufen, aber die bewirtschaften die eingezogenen Immobilien nicht, wie das Ladder macht. Er ist da stark drin involviert. Von der 1 Milliarde schätzt er, dass 30% gefändet wird. Das ist der schwierigste Teil. Wenn man den erstmal hat, muss man den wieder verkaufen und das möglichst mit dem Zuschlag natürlich. Also diejenigen Kredite, in denen man auch nicht einvernehmlich mit dem Kreditnehmer zurande kommt, die fressen auch viel Zeit, zum einen viel Aufwand im Unternehmen und dann muss man eben so einen Pfändungsweg gehen. Und das kann zwischen 3 Monaten und einem Jahr dauern, bis man diese Vermögenswerte sich gefändet hat und sie auf Vordermann bringt und so weiter. Also das kostet Zeit und in der Zeit bringen die nichts. Das ist der schwierigste Teil. 10 bis 15% davon decken wir mit bestehenden Sponsoren ab, also mit Partnern, mit denen sie zusammenarbeiten. Man sagt, okay, der und der hat ein Interesse an diesem und jenem Gebäudetyp oder an Immobilientyp. 40% der Auszahlungen werden anfallen, wenn die Vermögenswerte verkauft werden. Das ist ein normaler Prozess. Das braucht Zeit. Was wir tun, besteht darin, dass wir zur Zwangsvollstreckung übergehen, wenn ein Kredit nicht ausbezahlt wird. In der Regel zu einem sehr effektiven Prozess der Moderation. Okay. Durchschnittliche Zeit circa 90 Tage und ein Zinssatz von 7%. 1 Milliarde. Das wird durch das System gebraucht. Es können neue hinzukommen. Das ist, was wir erwarten. Wenn Zinssätze zurückgehen, wird das äußerst günstig sein für das Unternehmen und das Geschäftsmodell, da man mehr Verkäufe von Mehrfamilienhäusern sehen wird und die Menschen in der Lage sind, Vermögenswerte leichter zu kaufen, weil die Finanzierungen dann günstiger sind. Er will es dann doch nochmal wissen, ob die Non-Performing Loans immer noch überarbeitet werden können. Und da sagt er, ja, etwa 40% davon werden mit dem Kreditnehmer dann überarbeitet, vielleicht mit einem Sponsor dabei oder mit geänderten Bedingungen oder geänderten Rückzahlungsbedingungen und so weiter und so weiter. Er sagt also zum Beispiel, im Bestand haben sie jetzt 78 Millionen Dollar in den Büchern. Die hatten im letzten Quartal 88 und haben sie eine Büroimmobilie in South Carolina verkauft für 10 Millionen. Von diesen 78 Millionen, er gibt wieder etwas Farbe dazu. Die beiden größten sind eine Büroimmobilie in New York von über 41 Millionen Dollar, die in Q4 übernommen wurde und die wir und ein Gebäude, für das sie ein neues Sponsoring gewonnen haben und das wir in eine Eigentumswohnung umwandeln, vielleicht in Eigentumswohnung, das wird eine Zeit dauern. Ja, es war vorher ein Büroimmobilie, nee, es war vorher ein doch Büroimmobilie in New York City, derzeit nicht so gefragt, Eigentumswohnung in New York City immer gefragt. Gute Preise. Das dauert aber. Ein großer Teil Mehrfamiliendeal in Texas für 30 Millionen, den wir in Q4 2022 also gepfändet haben und den wir bearbeiten. Ein paar Kleinigkeiten. Es gibt auch, und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, aber eine kleinere Zahl. Und von dieser 1 Milliarde Krediten, da wird ein Teil eben also auch in dieses Immobilienportfolio fließen. Die Zahl wird wachsen. Richtig, Alvin, das ist das, worüber wir sprechen. Okay. Und er sagt, Ivan sagt nochmal, ja, das könnten so ungefähr 30% sein.
Zum Eigenbestand fragt er ein bisschen nach der Kreditgröße. Was ist das so? Ja, er sagt so durchschnittlich 30 Millionen. Es gibt einige große, die bei 100 Millionen liegen. Also, und es gibt auch kleinere, die bei 10 und 15 Millionen liegen. In diesem 1-Milliarde-Portfolio ist also ein bisschen bunt gemischt. Ja, nützt mir auch nichts. Bezug auf die Zinssätze. Wir gehen unter 4%, was von Vorteil ist. Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, Q1, ist die langfristigen Zinssätze sind fast um 1% gefallen. Können wir darüber sprechen, dass das Verhalten der Sponsoren, also der Immobilienkäufer dann auch, sich verändern wird, Vermögenswerte eher schützen oder billiger werden, neue Finanzierungscaps kaufen sozusagen und Agenturvolumenänderungen. Obergrenze ist für Sponsoren relativ teuer. Die mussten also weitere 6 bis 8% Kapital aufbringen, um Kappungen zu kaufen. Wenn sich diese Zinskurve ändern wird, werden die Kosten für Obergrenzen sinken. Dann müssen die etwas weniger zahlen. Und bedeutsam Problem ist der Rückgang der 5- und 10-jährigen Anleihen. Ich meine, man könnte effektiv fast 5% der 5-jährigen Kredite aufnehmen. Okay. Kann ich jetzt auch nicht so richtig beurteilen, was das bedeutet. Bisher zahlen die Menschen fast 6 oder 6,5%, aber die Spreads haben sich verengt, die Zinsen sind gesunken. Wenn Sie also einen Kreditnehmer haben, der mit variablen Zins 9% zahlt, dann können Sie 5% zahlen. Also dann kann der aus dem Variablen in einen festverzinslichen wechseln, aber da muss er natürlich auch eine Gebühr dafür bezahlen. Auf der anderen Seite hat er dann langfristige Sicherheit und hat deutlich weniger Zinsen. Wenn er also über die Barmittel verfügt, ist das durchaus ein Vorteil, aus einem Variablen hier in einen festverzinslichen rauszuwechseln. So würde ich das jetzt mal grundsätzlich verstehen. Ja, hier geht es also nochmal um die Kreditvergabe, 1 Milliarde Dollar im Zahlungsverzug. Also er sieht den Höhepunkt des Stresses im ersten und zweiten Quartal. Wenn die Zinsen länger höher bleiben, würde das auch im dritten und vierten Quartal der Fall sein. Der Markt wird sich mit dem Zinssatz ein wenig ändern. Das dritte Quartal wird also ein wenig schwierig, aber eine kleine Lockerung. Und wenn die Zinsen auf diesem Niveau bleiben, glaube ich, dass viel Liquidität geben wird, der auch wieder in den Mehrfamiliensektor zurückkehrt und Geschäfte tätigen wird. Klar, man kriegt also mit den festverzinslichen Wertpapieren des Staates nicht mehr so viel Rendite und dann guckt man wieder, wie sieht es denn am Immobilienmarkt aus und da gibt es jetzt viele Angebote, die eben preiswert sind und da muss man halt den richtigen Zeitpunkt dann auch abfassen. Wenn die Zinsen erstmal zu sehr gesunken sind, dann sind alle wieder in den Immobilien drin und dann sind die wieder teurer geworden. Schwieriger Markt und so weiter. Allein aus buchhalterischer sind Barbestände im strukturierten Geschäft um 50% zurückgegangen. Das hängt irgendwie mit der CLO-Finanzierung zusammen. Bargeldbestand in diesen Vehikeln so gering wie möglich halten. Okay. Änderung von Krediten in Höhe von 730, also Restrukturierung von Krediten im zweiten Quartal. Der Fragende hier, Rick Shane, versteht die Auswirkungen dieser Änderung, Mods, nenne ich mal Modifications. Was kriegen Sie als Differenz in Bar und was ist die Zinsabgrenzung? Wenn Sie also Kredite ändern, was hätten Sie erwartet? Wie viel geben Sie in den nächsten 1 bis 2 Jahren in Bar auf? Auf was verzichtet man? Es ist komplizierter als das und unser Q wird ne Anfang nächster Woche erscheinen, hoffen. Da gibt es weitere Details zu dieser Offenlegung, okay? Kredite von 1,9 bis 2 Milliarden Dollar vergeben haben. Ich glaube, dass 1,1 Milliarden Dollar wurden für die Zahlung von Abgrenzungsfunktionen ausgegeben. Jeden einzelnen Kredit, den wir ändern, ansehen und ihn von Kredit zu Kredit durchgehen, um festzustellen, wie stark wir das Gefühl haben, dass er wert dieser Modifications und die Lage versetzt, dass wir immer noch in der Lage sein werden, die aufgelaufenen Zinsen zurückzufordern. Okay.
Muss ich auch sagen, kann ich nicht alles verstehen. Liegt vielleicht auch an der schwierigen Übersetzung oder an meinem mangelnden Kenntnissen. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass die ein Teil dieser Modification dann auch ist, dass ein Teil der Zinsen aus der aktuellen Zahlung nach hinten geschoben wird sozusagen. Und durch dieses nach hinten Schieben entstehen aufgelaufene Zinsen, die dann später fällig werden. Da muss man natürlich die Sicherheit haben, dass der Kreditnehmer die am Ende auch zahlen kann. Sonst muss man natürlich am Ende die Immobilie dann doch pfänden. Aber man versetzt eben Kreditnehmer, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, in die Möglichkeit, durch diese schwierige Zinsphase hindurchzukommen. Vielleicht würde man das im Deutschen jetzt mal so allgemein umschreiben. Payment in kind ist da das Thema. Payment in kind heißt immer, Zinsen werden nach hinten geschoben. Das passiert meistens durch Modifikationen an den Krediten. Aber klar, der Kreditnehmer muss dafür immer irgendwas zahlen, Einmalgebühren zahlen, mit mehr Kapital einsteigen, Rückzahlungen durchführen. Also irgendein Tod muss der dafür auch sterben und muss meist Kapital bringen. So, erst vor, dass er eine Antwort gekriegt hat. Also implizit heißt das, dass auf diese Modifikation 23 Millionen Dollar Zusatzkapital auf die 730 Millionen eben dazugekommen sind. Das sind 3,15%. Und ich würde das gerne im Zusammenhang mit Ihrem Kommentar über die Obergrenze von 6-8% für Kreditnehmer verstehen. Es sind 6-8% für über 2-3 Jahre. Jedes Jahr können die Cap-Kosten je nach Darlehen zwischen 1,5 und 3% liegen. Okay. Das kumuliert sich dann. Ja, es gibt verschiedene Arten, wie hier Modifikationen an Krediten gemacht werden. Gut. Kompliziert zu folgen, wenn das schon die Analysten sagen, haben sie recht. Der 10Q ist noch nicht eingereicht. Cashflow 335 Millionen Dollar. Nehmen wir mal so hin, wir denken dran, Dividendenauszahlungen sind ungefähr 80 Millionen Dollar im Quartal. Ja, die Frage, wann ist der Gesamtsaldo der schwierigen Kredite im Höhepunkt? Und da sagt der Ivan, seiner Einschätzung nach ist gerade der Höhepunkt. Er ist seit dem ersten Quartal ein wenig gestiegen von 954 auf 1,05 Milliarden. Wir rechnen mit einigen weiteren Zahlungsausfällen. Hoffentlich haben wir den Höhepunkt erreicht, aber es gibt eine Reihe von Krediten, auf die überfällig sind und wo man schon drauf guckt. Also die ersten 60 Tage ist ja noch eine Schonfrist, wenn ich das so richtig verstanden habe. Der klebrige Teil sind eben die Real Estate Owned, die man also zwangsvollstreckt und dann übernimmt. Dafür braucht man viel Zeit, um diesen Vermögenswert in die Hände zu bekommen. Und dann muss man ihn stabilisieren und dann muss man ihn wieder verkaufen. Das braucht einfach Zeit. Und das Geld kriegt man ja erst, wenn man ihn dann auch wirklich verwertet hat. Es ist ein Fluss von Aktivitäten. Zinssätze sind dramatisch gestiegen, wie sie es ja auch gemacht haben. Waren wir schon immer ein Niedrigzinsmarkt? Vorher verstehe ich das jetzt so. Hier geht es jetzt um er fragt, ob es gemeinsame Probleme in den Krediten gibt, die also für mehrere Kreditnehmer sozusagen. Und er weist dann darauf hin, dass ein Teil eben Gewerbeimmobilien sind, Mieter ziehen aus wegen schwieriger wirtschaftlicher Lage. Die Auslastung in den Immobilien ist nur noch 10%, 15%, 20%. Mieter leben 3-4 Jahre lang drin, ohne Miete zu zahlen. Okay. Und das beschleunigt dann das Ende des Eigentümers sozusagen. Der wird dann weggepfändet.
Versicherungskosten, das habe ich schon von Kalifornien, habe ich mal ein Video gesehen, wahnsinnig angestiegen. Also ein Einfamilienhaus von, sage ich mal, $1.500 im Jahr auf 8.000 oder $10.000 im Jahr durch die Überschwemmungen und Hurricanes. Da haben die Versicherungsgesellschaften wahnsinnig auf die Tube gedrückt und das ist für viele Gewerbeimmobilien dann natürlich auch sehr schwierig, ja. Versicherungskosten mit wirtschaftlichen Aktivitäten, die man nicht vorhersehen, das sorgt für Gegenwind. GSI kenne ich jetzt auch nicht, das würde ich jetzt auch mal überspringen und nicht noch ein neues Thema anfangen. Ja, ich glaube, jetzt hat man schon hier mein Gestammel und unsere Durchsicht, die wir hier gemacht haben, das waren jetzt schon die wesentlichen Punkte eigentlich. Agenturgeschäft, da macht er nochmal ein bisschen Farbe hinein, sozusagen 360 Millionen Dollar in Volumen im Juli. Das wäre ja also nach Q2. Die Zahl lag tatsächlich in der Nähe des Ziels, das wir für das zweite Quartal erreicht hatten. Man glaubt also, dass angesichts der jüngsten Zinserhöhung einige Leute hier vom Cent abziehen werden. Im August sehen wir einen Anstieg. Also ich würde eher sagen, dass wir also hier sich ein leicht verbesserndes Agenturgeschäft sehen. Zinssenkung in Verbindung mit der Senkung der 5- und 10-jährigen Renten bei den Staatspapieren. Zwei Dinge, das Kreditbuch kommt in eine bessere Position. Die Leute können die Zinsobergrenzen billiger kaufen. Es wird mehr Transaktionen geben. Dadurch wird auch der Bestand an variabel verzinsten Krediten wieder zunehmen. Mehr Volumen. Okay, dem mangelte es ja auch, das hatte ich ja eigentlich vorher schon gesagt. So, die haben große Investitionen in Einfamilien, Assetlohn und Baukredit gemacht. Nicht mehr in das Mehrfamiliengeschäft, das hatte ich auch schon vorher beobachtet, sozusagen. Das ist also nicht zufällig passiert, sondern durchaus mit Absicht. Ich bin kein Bier für euch, das fand ich auch gut übersetzt. Er gratuliert und freut sich und so weiter. So, und er fragt, wo geht der Net Asset Value hin? $10, $11, $12. Und fragt auch ein bisschen nach der Wirtschaft. Da sagt der Alvin Kaufmann, ja, in den letzten 1 bis 2 Jahren hat er doch mit ihm viel gesprochen, hat ihm seine Meinung gesagt und genauso kommt es jetzt gerade. Rezession in Q3 und mit meiner Meinung zu den Zinssätzen lag ich mehr richtig als falsch. Wir sind genau dort, wo ich gesagt habe, dass wir sein würden. Das zeigt, dass er sich auch mit dem Thema gut beschäftigt hat. Erst und zweite Quartal am schwierigsten. Guten Parameter für Arbeitslosigkeit bekommen. Das nimmt natürlich ein bisschen Druck dann vom Arbeitsmarkt und er liest viel und so weiter. Gute Vorstellung von Baukosten. In der Zeit nach Covid musste man etwa 20% mehr im Bau bezahlen, Aufschläge von 10 bis 20%, um Projekte zu bauen. Jetzt kriegt man Rabatte von 10%. Man hat also hier nicht nur eine Differenz von 20 bis 30, man hat also eine Differenz von 20 bis 30% auf den Spitzenwert der Baukosten im Moment, einfach weil wenig gebaut wird und man es mit den Kostenaufschlägen nach Corona übertrieben hat. Durch die wachsenden Arbeitslosenzahlen gibt es dann natürlich auch Entspannung im Lohn sozusagen der Arbeitnehmer und dann kann man wieder ein bisschen billiger bauen von seitens der Bauträger. Dann haben wir 10 Millionen Einwanderer im Land. Von denen werden etwa 10.000 bis 20.000 pro Monat in den Arbeitsmarkt abgeleitet. Die sind natürlich auch häufig, die leben ja nicht wie bei uns vom Bürgergeld, sondern in den USA müssen sich dann über kurz oder lang einen Job suchen. Und das Baugeschäft ist natürlich auch so ein Bereich, wo ich auch als Guatemalteke oder wer da immer kommt, leichten Zugang finden kann und da als Hilfsarbeiter auf dem Bau tätig werde. Und das drückt dann natürlich so ein bisschen auf die Baukosten, wenn man da mehr und mehr Leute kriegen kann, denen man wenig Geld bezahlen muss. Klingt jetzt ein bisschen herzlos, aber so ist das Leben. Buchwert lag bei 12,46 am 30.06. Ja, was soll er dazu sagen, wo der nächstes Jahr steht? Das kann er auch nicht wissen. Man hat etwa noch 100, das ist noch interessant, wir haben noch 140 Millionen Dollar im Rückkaufplan. Das bedeutet, man kann eigentlich ja noch
nochmal 10 Millionen, 11 Millionen Aktien zurückkaufen. Und da hatte der gefragt, wann kauft ihr denn zurück? Naja, immer dort, wo es günstig ist, ja, ist logisch. Wenn die Aktie nach unten geht und wieder mal auf irgendeinen Shortbericht auf 12 Dollar aufläuft, ja, sagt dazu auch der Kaufmann, alles korrekt. Ja, wir befinden uns in einem stark regulierten Umfeld, wir arbeiten reguliert und wir sind frustriert, bereiten uns stark auf diese Earnings Calls vor. Es geht ja hier nicht darum, dass wir vor Gericht stehen. Die Zahlen sprechen für sich, die Leistung des Unternehmens ist gut in diesen stressigen Zeiten. Und wenn man das insbesondere mit den Mitbewerbern vergleicht, wir arbeiten weiterhin hart für die Aktionäre und so weiter. Alvin Kaufmann hat selber auch ein großes, ich meine 11 Millionen Aktien hat er auch oder so. Das ist ein bisschen mehr, als ich habe. Ja, gut, dann endet das, glaube ich, auch. Und das war jetzt hier nochmal Aboril. Die fand ich jetzt aber, jetzt sage ich dasselbe, was der immer sagt, es hat ein bisschen Farbe nochmal in diese Quartalszahlen gebracht. Also ich habe jetzt wieder eine bessere Vorstellung und meine Meinung zu Arbor hat sich jetzt auch nochmal ein bisschen geändert. Ein Fehler, den ich vorher gemacht habe, dass man vielleicht auch die Leistung von Arbor mit BDC oder so vergleicht, ist ja auch eigentlich Quatsch. Wir sind ja im Immobilienmarkt, das kann man jetzt auch nicht wirklich mit Unternehmensfinanzierung vergleichen. Das ist einfach ein ganz anderes Geschäft. Und in diesem Immobilienmarkt hier, in dieser schwierigen Phase, die wir jetzt hier seit 6 Quartalen hinter uns haben, so gut zu funktionieren, das muss man ja auch mal positiv sehen. Und die Effekte, die ich habe es ja auch in meinem ersten Teil des Videos hier kommentiert, die Effekte, die ich bei Ladder gesehen habe, die sehe ich jetzt hier eigentlich auch. Und beide Firmen, würde ich sagen, haben das bisher ganz gut gemanagt. Bei Ladder gibt es nicht so viel negative Short Reports wie jetzt hier auf Arbor liegen, aber ich muss jetzt auch glauben, was der mir erzählt hier. Ja, wenn ich jetzt sehen würde, dass der jeden Monat hier 1 Million Aktien aus seinem Bestand verkauft, dann und fast nichts mehr hält, dann würde ich sagen, vielleicht ist da doch was dran, aber oder die und die Firma auch noch ein Aktienrückkaufprogramm machen lässt. Also im Moment bin ich da guter Dinge, dass wir hier mit Arbor auch durch die jetzige Zinsphase, die sich ja zu ändern beginnt. Es kann sein, dass in der Änderung, die jetzt ansteht, die BDCs stärker leiden als die ganzen REITs, die jetzt langsam wieder Oberwasser kriegen, wenn ihre Refinanzierungskosten nach unten gehen. Ne? Wollen wir mal schauen, ob das stimmt. Auf jeden Fall ist das eine gute Ergänzung jetzt hier gewesen. So, das war jetzt wirklich ein langes Video wahrscheinlich, aber sei es drum, es ist bei mir auch eine Aktie, wo ich einen großen Betrag hinein investiert habe, dann muss man auch mal ein bisschen Zeit dann dafür opfern. Und ja, man kann es immer auf 50% schnell vorspulen stellen, dann hört es sich so an, wie wenn ich so schnell sprechen würde. Bis zum nächsten Mal.